Willkommen zurück zu Divinity Original Sin mit Vestas. Schön, dass du mich aber auch seit wie vielen Folgen immer da noch, ne, Aufnahmesessions dann immer noch vorstellst. Jetzt es muss sein. Mittendrin jetzt einfach mal mich austauschen halt, ne, und also, mal mit jemand anderem. Ein Austausch wäre durchaus berechtigt. Oh. Aber sicherheitshalber nicht. Okay. Ja. Ich finde halt niemand anderes, der mich halt erträgt dann. Keiner ist dämlich genug, meinst ja. du, ne? So, beim letzten Mal haben wir ganz viel gemacht. Was haben wir denn nochmal gemacht? Wir waren in dieser eine Riesenspinne Höhle, ne? getötet. Stimmt. Wir waren in der Höhle mit Todesrittern und haben die Portale Todesritter benutzt. Ausgetrickst. Haha. Mhm. Wir sind durch die Wälder gestreift, haben mit Tieren geredet. Haben an der Trollbrücke Geld bezahlt. Ja, genau, wir haben gesehen, ne, wie der Vater so oder so und so. Ja, ja, ja. Und ansonsten. Oh, guck mal, ein Vogel. Was haben wir heute Tolles vor? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo wir genau hin müssen. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen in den Lokula-Wald und dann mal gucken. Ja, stimmt, jetzt hatten wir. Was war das jetzt überhaupt? Wir hatten da ja auch noch eine Brücke, die halt dann irgendwie in ein anderes Gebiet halt führte oder so. Ja, mit dem Reh, was doch da nicht sprechen konnte. Ja, genau. Und das hat uns halt gesagt so, hey, ne, da drüben. Oder halt mit dem Kopf halt hingezeigt. Uns nicht letztens aufgefallen, dass wir hier... Ja, Goblendorf müsste es sein. Wirklich haben wir aber nicht letztens hier auch noch Sachen festgestellt, dass uns hier noch Quests fehlen und so? Ja, das haben wir auch festgestellt. Wie zum Beispiel den drei Fischern mal einen Job bringen? Die werden für immer arbeitslos bleiben. Okay. Die sind für die Statistik. Es ist immer gut, wenn es Arbeitslose gibt. Stell dir vor, es würde keinen Arbeitslosen geben. Da hast du ja irgendwo halt einen Mangel an Zeug. Und hier das traurige Rotwild, das nicht sprechen kann, weil es keine Zunge mehr hat oder so was. Genau. Es schreibt auch Punkt, Punkt, Punkt. Beziehungsweise Smileys. Je nachdem. Oh. Und hier sollen wir jetzt irgendwie rübergehen und dann kommen wir wohl woanders hin. Ich weiß es nicht. Da. Brücke. Ah, Brücke anklicken. Passiert auch nicht oft, dass man eine Brücke. Ich wollte gerade fragen, wieso gehe ich gegen der Wand? Aber so. I sense something here. A great darkness. Yes, ja, er spürt ständig irgendwas. Er ist wie Luke Skywalker. What can I do for you? So let the hunt Ach ja, er hat uns doch auch seine Lebensgeschichte erzählt. Ja, genau. Was stammelst du da für dich hin? Irgendwas von wegen südöstlich, von Jägergedöns und weiter nördlich und Zeug und was ist das? Ein Leuchtebaum. Ein toller Leuchtebaum? Ich wollte gerade, da liegt jemand tot davor. Erst mit nicht reinrennen. Hätte ja keiner ahnen können, dass es vielleicht irgendwie die Seelen tot sind, die nach uns rufen, aber naja. Ich bin immer vergiftet. Eine Notiz. Eine Notiz von wem? Maradino, der fliegende Schatzjäger. Jetzt kommt's. Aha. Erstmal Mpf. Mpf, Ausrufezeichen. Mpf. Mpf. Tomik und Salia bekommen nicht meine alten Sachen. So viel ist sicher. Ich werde meine gesamten Schätze in einem verfluchten Wald verstecken. Das sind immer gute Ideen sind das halt. Koste es, was es wolle. Wenn ich meine Sachen je wiederfinden möchte, muss ich nur auf meine praktische Karte schauen und das verzauberte Pergament zeigen, das jedes Versteck anzeigt. Aha. Einmal Maradimus, immer Maradimus. Welches Pergament zeigt denn Verstecker an? Vielleicht dieses komische Pergament, was sie immer gekauft hatten? Wann war das? War ich dabei? Ja, es war am Anfang des Spiels. Da hatten wir irgendwie 6 Schatzkarten oder sowas entweder irgendwo gefunden oder gekauft. Und dann wurden uns halt diese Schätze halt auf der Karte angezeigt. Du erinnerst dich nicht. Möglich? Doch, das, wie die Schatzkarte auf der Karte angezeigt wird. Das ja, sagt genau. Was. Und dazu haben wir halt erstmal irgendwie was gekauft gehabt, damit das überhaupt funktioniert und so.
Ja, oder hat man jetzt hier irgendein so aus seinem Zauberbüchli eins, was man nehmen könnte? Frag mich doch nicht so kompliziertes Zeug. Ein Enthüllungszauber habe ich nämlich zum Beispiel. Mhm. Was seltsam kaum sichtbar glühend, glühen geht von diesem Pergament aus. Völlig unversehrt, bis auf den gleichmäßig und sorgfältig geschriebenen Text. Steht das nicht bei allen? Gut. Soll ich den Enthüllungszauber denn mal nutzen? Kannst ja speichern. Wenn er nichts bringt. Speichern ist eine tolle Idee. Dann benutzen wir den woanders. Und? Das war gar kein Zauber. Doch, nichts war so richtig. Doch, das ist ein Zauber. Aber den hatten wir vor irgendwann bei der Mittleren für was irgendeinen anderen Scheiß mal benutzt. Ja, dann gehe ich jetzt mal weiter. Wollte kurz sagen, dann haben wir nichts. Ich meine, du könntest doch einfach durchrennen. Nur mit deinen Stahlrüstung wirst das bisschen Gift doch wohl aushalten. Ja, das schon. Aber es ging eben nicht weiter. Es ist hier wieder eine Brücke, die halt nochmal wieder woanders hinführt. Hä? Die Brücke auch so komisch mit einer anderen Kameraperspektive angezeigt? Ja. Okay. Ganz merkwürdig. Mhm. So. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir wieder zurück. Aber in Gebieten, wo wir vorhin nicht waren. Redet denn da? Meister Siegfried. Da ist er. Aha. Wer hat diese Freundin hier, auch mit mir zu reden? Der hat keine Zeit, er muss... Ne? Folgen wir dem mal auffällig. Den Leuten was beibringen. Wer weiß, ne, wo die hinkommen und dann noch irgendwie überfallen werden. Vielleicht helfen die uns ja, wenn wir in einen Kampf geraten. Auch das ist möglich. Vielleicht ist das so eine öffentliche Touristentour. Den ist ein Wegpunkt, den nehme ich erstmal mit. Genau. Wir haben das, haben wir. Nicht, dass wir dann wieder Kilometer weit laufen. Ein noch auf der Nase hauen. Jetzt redet er mit dir. Naja. Ich hab ihm ja auch einen auf der Nase gehauen. Manche muss man halt erst anhauen, bevor sie mit einem reden. Kann er es denn auch wagen, ne, dich einfach nicht zu beachten und also einfach so an dir vorbeizugehen? Village has increased its production of bloodstone more than fivefold. Remember, time is of the absolute essence, for the goddess hour is nigh. Was bist du? Wie so auf so einer Museumstour, weißt du? Und hier sehen sie. Den Karren von 1923. Ich wollte hier nur lang gehen. Ich wollte nicht mal da durchgehen. Jetzt musst du gleich wieder bestimmt deinen Charme spielen lassen. Pack schon mal deine Schere, Stein, Papier aus. Ich habe immer mit ihr gehandelt. Sie hatte eine Rolle der Regeneration. Present your immaculate amulet if you are friend to our cause. Ach so, ja, hier. Welcome, compatriot. Fellow. Hey, das war meins. Psst. Enjoy your stay at the most enlightened village in all of Rivalon. Ja, bitteschön. So, wo ist jetzt unser Fremdenführer? Er kann doch nicht weit gekommen sein. Er ist weg. Wir werden toll. Uns nie zurechtfinden. Ja, wir sind verloren. Ich glaube, der muss nach, ich wollte gerade sagen, nach links abgebogen, wahrscheinlich, damit er die Runde, die Patrouillierungsrunde hinkriegt. Sei denn, er macht einen Ride aus größerem Bogen. Er kann doch nicht so weit gekommen sein. Der war doch hier nicht so schnell. Hey, cool, ein Baumstamm. Ja, aber er scheint nicht mehr hier zu sein. Oder? Ich weiß nicht. Da ist ein Schwein und da ist ein Hase. Hallo Schwein. With a behind like mine, who needs a pretty face? Ah, okay. Ein Arschgesicht. Was? Beleidigen dich etwa Schweine? Nee, nee. But humans never seem to lose interest in it.
Das eine Schwein sagte halt, ne, mit einem so schönen Hintern wie meinem, wir brauchen da ein hübsches Gesicht. So. Dann sagte ich halt so, ja, ein Arschgesicht rein. Könnte da hervorragend ein Bacon ausmachen. I heard a strange woman whispering something about making breath knights vulnerable. Do you know what she meant? Ja. Wieso grunzt ein Reh? Naja, weil es mal ein bei Schwein uns. War. Achso. Was war, hat er die genannt? Atemritter. Warum sind die so viele Schweine? Ach, guck mal, da ist unser Fremdenführer. Wir sind nicht mehr verloren. Juhu! What is it? I don't have anything in particular worth mentioning. Es sind hier auffällig viele Tiere. Alle verzaubert worden. And in the distance, you might spot the most ancient testament to the endurance of the Immaculate Way, the Grand Temple. Master Mangoth is inside, performing the sacred ritual now. Listen closely, young initiates, and perhaps you can hear the faint yelping sound of a starstone being transformed into bloodstone. Das war gar nicht so verkehrt, dass ich ihn angegriffen habe. Wir müssen da rein. Ja, erstmal noch Fremdenführung hier. Okay. Wir müssen da später rein. The water near that human village tastes terrible. Like something rotten. Halt mir den Makellosen im Auge. Ich trau dem nicht einen Meter weit. Na, ich hab ihn im Auge. Krass. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, er stand jetzt einfach nur mit seinem Bett. Ich kann nur hoffen, das might be a magpie's nest. Nice. Don't look at me like that. It's not as though I'm enjoying this. Da ist ein Bienenstock. Da greife ich mal rein. Bin ich mal gestochen worden. Ein großer Hühnerfuß mitten im Gebüsch. I think I'd like to become an immaculate too. Better to be on the right side of a dagger than the wrong. Now, what to do about these hooves? So, you know zigzags too. What a small world we live in. What have you got in this cave? My children, are the trials overcome and the reward granted. The goddess is no facile mistress, but we are each and all her doting offspring, and she rewards us in kind. I may be Alleluia. Weak, but you could stand to lose a few yourself. Ja, danke. Hätte ich gerade fett genannt. Ich wurde gerade gedisst von einem Schwein. Nehmt euch in Acht vor dem Wehrschaf. Das hatten wir doch auch eine Quest für. Da hatten wir eine Quest vor, ja. Kann es sein, dass es sich hier in dem Gebiet halt irgendwie darum handelt? Nicht? Ich habe noch kein Schaf gesehen. I'm as pink and pretty as can be, and you're some filthy nobody. Ja, das ist ein Hasen-Cheerleader. Okay. Humans, Humans, Humans. Wer bist du? Ah ja.
alten Becher Wasser dabei, das ist ja toll. Ihr, was macht ihr gerade an solch einem Ort? Wer bist du eigentlich? Didn't I already tell you? I like to keep things in check. Make sure everything's in its place. A more interesting question is what you are doing here, my strange friend. Did you find what you were seeking since last we met? Ich erinnere mich nicht an ihn. Ich auch nicht. Doch ich strebe nichts Bestimmtes an. Es geht mir um den Weg. The mysterious stranger seems to smile. Or is it a grimace? You can't quite tell. He gazes at you without blinking for several long moments. Wettstarren. Weg ist er. Kratatapeng. Ja, du? Oh, ne? Gehen wir erstmal in das komische Dorf der Makellosen da. Erstmal eine Shopping-Tour, ja? Shopping-Tour, Killkur-Tour. Eine Killkur. Killkur. Das ist das Nächste, was dir der Doktor mal verschreibt. So, und was haben Sie so? Ja, ich verschreibe mir mal eine Killkur, ne? Manche, keine Ahnung, gehen ne, zur Massage oder ein Sohlebad oder so und dann, du kriegst die Killkur. Töten Sie so viele, bis Sie nicht mehr können. Dann geht's Ihnen besser. So, was geht hier ab? Wilde Partys. Akademie der Makellosen. Wieder Sachen klaut. But we of the Immaculate Faith must believe in her wisdom. We must trust that she does not name lost ones arbitrarily. No. We must remember that a lost one's energy is not its own, but belongs to the more enlightened beings around it. Ich habe noch nie einen so guten Lehrer gehört. Welcome, curious soul. Deswegen unterbrichst du ihn erstmal. Remain among we followers of the Immaculate Way and learn the teachings of the goddess. Where once you were lost, now you are found. Ja, so sagt mir doch, oh weiser Lehrer, was habt ihr denn so zu handeln? Leert eure Taschen, sofort. Der hat 8000 Gold, was können wir in dem andrehen? Oh Gott, jetzt kriegt er die wieder, die Becher. Ja, bin ich dabei. Aber sonst hat er halt auch eine Sport. Also außer halt, ne, ein Sarong mit 1 Intelligenz und 17% Tenebrim Resistenz und so, sind halt irgendwelche Fläschchen. Uninteressant. Ja. Bitte erzählt mir nicht mehr über die Makellosen. We are disciples of the goddess and soldiers of the greater good. We seek to raise ourselves from among the lost, to become enlightened by the teachings of the goddess as delivered to us through our holy conduit. We live in harmony with the Tenebrium, at one with its curses and its blessings. Ah ja, was meint ihr mit verloren? The enlightened may be permitted to draw the energy, the lifeblood from these lesser souls, an honor for the lost one. Okay, die Mittleren, die ich eigentlich schon kenne und ich auch ihr ganzen Familienstammbaum schon auswendig gelernt habe. Was könnt ihr mir darüber sagen? The link between we mortals and the almighty goddess. It was she who showed us how to transform Starstone, that seemingly vapid gem, into precious, life-giving bloodstone. It was she who showed us how to use the blood of the sacrificed to create healing magic. She dwells in the Tenebrium mines now, along with those deemed enlightened enough to defend the goddess upon her return to Rivellon. Okay, was genau ist Tenebrium? Ist das jetzt irgendwie radioaktives Plutonium-Uranium? Yes, bringer of rot, the goddess's bane. Miners in Silverglen uncovered this strange mineral only recently. It was this discovery that brought the conduit from on high to us souls willing to receive her. Okay, und diese Fäulnis, ist die ansteckend? Most feared illness, but most blessed gift. The conduit came to those miners afflicted with the terrible disease and offered them salvation, showed them that by sacrificing the lost among them in the name of the greater good, they could cure even the most hopeless case of rot.
Okay. Habt ihr irgendwo Vieh gesehen? Indeed, it has been but a little while since fresh sacrificial animals were delivered unto us, and already their blood has flowed from their gushing necks in honor of the goddess. Except for that pesky rabbit Timfred. He fled our righteous rituals and thereby doomed his soul. Ja, den müssen wir dann finden. Ja, Blutsteine. Ich kenne die Dinger, aber erzähl mir noch davon. Our most precious relic. We obtain holy bloodstone by first securing a shard of starstone. The sacrifice of a lost one over this simple gem transforms it into a jewel capable of miraculously healing one laid low by sickness or injury. Okay, und was wisst ihr jetzt noch über die Sternsteine, die letztendlich dasselbe sind wie die Blutsteine, halt nur ohne Blut drin? Before the conduit came, Starstone was little more than a pretty gemstone used for pure adornment. Fools were we not to realize that the stone came from the goddess herself. Fools were we to adorn our statues, our swords, our jewelry with a material capable of becoming bloodstone. Okay, tschüss. Wahnsinn. Hammer. Der hat uns nichts beigebracht. Nicht wirklich. The goddess's way, young initiates, is not always easy. At times it may seem the goddess... Oh. Der jetzt da hochgelaufen. Ja, darf ich nicht. Ich habe dafür minus Sympathiepunkte gekriegt. Aber du bist jetzt oben. Ich bin jetzt oben. Also, klau alles. Das habe ich jetzt vor. Ich sehe ja auch niemanden, der mich daran hindern kann. Jetzt wird alles mitgenommen. Fängt jetzt das große Looten an. Ich würde gerade alles so gelassen, wie es ist, hat der Lehrer gesagt. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen jetzt alles mit und dann knöpfen wir ihm seine 8000 da. Kriegt seine Einrichtung wieder. Dietrich ist auch. Stimmt, sowas gab's. Was? Ein Dietrich. Ja. Allgedöns, den wir dann immer nicht einsetzen konnten, weil. Ja, doch schon, aber. Eher selten. Wenn dann nur Volkov. Hammer, so. Aber jetzt, außer was Außergewöhnliches hier, gibt es leider auch ein nicht. Gefängnistürschlüssel. Ah ja. Das könnte eventuell noch nützlich werden. Another piece of trash. Ja, noch. In den ganzen Kisten ist leider nicht wirklich was drin. Mir egal. Da wird auch der ganze Tisch einfach leer gefickt. Ist mir egal.